Ja, wir haben gerade eine spannende Abstimmung gehabt, nämlich zu der Frage, wer soll in der Heinrich-Heine-Jury Platz finden. Es gab dazu einen Antrag vor einiger Zeit, den hat CDU/FDP abgelehnt, nämlich die im Kulturausschuss stimmberechtigten Fraktionen sollen einen Vertreter oder Vertreterin benennen. Das hatte CDU/FDP abgelehnt, die wollten die Freien Wähler unbedingt dabei haben. Dann haben die Freien Wähler Peter Kern benannt und dann hat die CDU/FDP gesagt, nö, den wollen wir nicht und ändern jetzt die Satzung doch. So wie wir vorher gesagt haben, da haben wir gesagt, das ist kein ordentliches Spiel. Hier geht es nicht um eine Lex Heine wie noch letzte Mal, sondern jetzt ist es der Versuch von CDU/FDP, einfach einen Juror zu verhindern. So geht man nicht mit Künstlern um. Deshalb haben wir gesagt, diesem Schauspiel, diesem Possenspiel verweigern wir uns und haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.